Mein Name ist Colin Janna, ich bin 38, bin ehemaliger Rugby-Nationalspieler und Arzt und seit 3 Jahren bin ich wieder Kinder- und Jugendtrainer. Und warum ich heute hier bin, ist, um einen Vortrag über Kinder- und Jugendarbeit zu halten und auch die Chancen von Kinder- und Jugendarbeit zu präsentieren und vielleicht ein paar Menschen irgendwie nahezulegen, weil ich glaube, dass wir mit Kinder- und Jugendarbeit unfassbar viel erreichen können, indem wir Kindern auch Werte vermitteln, die durch Rugby auch vermittelt werden können. Das Einzige, was ich euch wünschen kann, ist für heute, dass ihr möglichst viel für euch mitnimmt und vor allen Dingen viel, viel Spaß dabei habt. Wir haben heute das erste Mal das Rugby-Forum hier in Hannover. Ein neuer Weg der Ausbildung mit verschiedensten Referenten über verschiedenste Themen. Das Zentrale ist das Thema Social Video Learning. Vom Prinzip her ganz einfach, ihr nehmt ein Video, hier die Cam oder hier ein Handy, was auch immer, und kombiniert das mit Interaktion. Ich finde es ganz hervorragend, was heute hier passiert. Erstens, 100 Personen aus allen Abteilungen sind zusammengekommen. Thematisch geht es um Coaching, Management und digitales Lernen. Also genau die gesamte Phalanx von Themen, die wichtig sind für eine Organisation. Wie gewinne ich neue Sponsoren innerhalb der 4 Jahre, wo sein Invest getätigt wird? Wir sind jetzt im 3. Jahr. Macht Fehler, ja. Versucht euch, probiert euch aus. Versucht eure Grenzen auszutesten oder geht drüber am besten noch. Und lernt damit umzugehen, auch Kritik zu bekommen. Ich kann nur sagen, aus der Erfahrung in Berlin, gerade Grundschullehrer sind meistens keine Sportlehrer. Die haben irgendwas studiert, Sport ist irgendwo mit dran. Die sind froh, wenn irgendjemand von außen kommt, der fachliche Ahnung hat und was reinbringt. Das Ziel war, die Ideen, die wir in Berlin haben, in Deutschland zu verbreiten. Und 30 Jahre lang haben ich die Gespräche nicht geschafft. Und mit diesem Medium, beim Rugby-Forum, haben wir es geschafft. Und ich bin in viele Diskussionen im Nachhinein schon eingetreten. As this session progresses in time, we also progress the levels of difficulty. The most exciting thing for me about rugby in Germany is the potential for this game within the country to develop on the international stage. Wir haben über Social Media gesprochen und ich habe mir hier aufgeschrieben, viel, viel Arbeit. Wir wollen informieren, was gibt es im Rugby soweit. Was gibt es aber auch in anderen Sportarten, so ein bisschen den Crossover zu finden. Wir wollen dann inspirieren, also zu Ideen inspirieren, was könnte man selber machen im eigenen Verein. Und dann wollen wir motivieren, dass die Leute rausgehen und sagen, ja, am Montagmorgen setze ich die Dinge dann um. Am besten an der Veranstaltung gefällt mir, dass wirklich für jeden was dabei ist. Also es sind verschiedene Beiträge aus allen Fachbereichen zum Thema Management, Vereine, Trainer, Jugendarbeit und es macht richtig Spaß. Aber was auch immer bei so einer Veranstaltung wichtig ist, dass man mit vielen Leuten irgendwie in Verbindung tritt, dass hier, man kennt schon viele Leute, aber man lernt auch immer wieder neue Leute kennen, unterhält sich über aktuelle Projekte. Mir gefällt das Ganze, dass es neu geschaffen worden ist, dieses Forum, wo für uns vielleicht als Trainer wohl eine ganz andere Plattform ist, wo man vielleicht jetzt noch mit dazu und besser kommunizieren kann. Das ist eigentlich ganz wichtig, Kommunikation bei uns. Und da fehlt es manchmal. Dieses Rugby-Forum beheimatet die ehemals Bundesliga-Trainerkonferenz und zusätzlich die U16 und U18-Trainerkonferenz. Das alles gekleidet in ein neues Gewand. Es geht um die Begeisterung des Sports. Es geht darum, wie können wir das weiterentwickeln, in die Vereine tragen, deutschlandweit national nutzen, aber eben auch lokal für die einzelnen Vereine benutzen. Und wie können wir eben auch die einzelnen Vereine unterstützen. Richtig los ging es dann 2013. Also 4, 5 Jahre haben wir jetzt halt mal den Weg geebnet für diese neue Finanzierungsform. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute die Thematik wirklich gut aufgenommen haben und bin jetzt auch super gespannt, wer noch im Workshop dabei ist. Ich glaube, da kann man einiges mit den Rugby-Spielern zusammen machen. Aber es ist doch so, dass 20% die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt, wenn auch ein Video drin ist. Können wir das irgendwie messen, dieses Ziel? Der Workshop lief sehr gut, die Leute waren rege dabei, jeder hat sich doch noch irgendwie mit einbringen können und am Ende hatten wir von den Teilnehmern ein gutes Feedback bekommen. Selbst wenn du von diesem ganzen Event heute über den ganzen Tag nur eine einzige Sache mitnimmst und jeder der einzelnen 120 Leute das macht, dann hat jeder wirklich gewonnen. Eventuell mal eine Olympiateilnahme, eventuell mal eine WM, davon träumt jeder. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg, aber genau dafür sind wir hier, um die Spieler und alle darauf vorzubereiten. Ich freue mich auf das Jahr 2019, wenn es wieder heißt Rugby-Forum in Hannover und wir vielleicht noch mehr Rugby-Begeisterte hier in Hannover begrüßen können, um den Rugby-Sport in Deutschland weiter voranzubringen und weiterzuentwickeln. Es ist einfach der tollste Sport, den es gibt.